Die Mods sind da und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und seid gut in die neue Osterwoche gestartet. Wir haben es heute zu tun mit 20 neuen Mods, 4 Updates und 3 neuen Karten. Bevor ich jedoch loslege, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Icewolf, Sven, Michel, Nils, Sebastian und Hedgehog für die Abos übers Wochenende. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten erstmal mit den Karten. Und zwar ist die erste Karte die Waldstättenkarte. Diese kommt von NRX Eki. Downloadgröße 670,69 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Karte ist eine Vierfachkarte und hier heißt es: Herzlich willkommen in Waldstätten. Eine wundervoll gestaltete Gegend irgendwo in Deutschland. Es erwartet dich eine frei erfundene Vierfachkarte, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde und zum Verweilen einlädt. Ich habe ein separates Video gemacht, wo ich auf die Karte eingehe. Bitte oben rechts auf das i klicken, um zum Video weitergeleitet zu werden. Die zweite neue Karte heißt Goldcrest Valley 22, kommt von Cellobuki. Downloadgröße 140,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier sagt der Text: Willkommen in Goldcrest Valley. Das ist eine Konvertierung von Goldcrest Valley, Basiskarte von FS oder LS 17. Auch hierzu habe ich ein separates Video gemacht. Bitte auch jetzt oben rechts auf das i klicken, um zu der Kartenvorstellung geführt zu werden. Und wir kommen zu der dritten und letzten neuen Karte, die übers Wochenende herausgekommen ist. Und zwar ist das die Krebach-Karte. Willkommen in Krebach, eine Karte, die rein aus der Fantasie entsprungen ist. Es ist eine kleine Karte, wo ihr auf einem alteingesessenen Hof Arbeit und Entspannung zugleich findet. Die Karte kommt von der Yogi, Downloadgröße zu 150,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Auch hierzu gibt es ein separates Video. Bitte auch jetzt oben rechts auf das i klicken, um die entsprechende Karte zu sehen. Wir machen weiter mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Filiallieferungen. Diese kommt von Viper GTS 96, Downloadgröße 60 KB, jetzt in der Version von 1.5.0 und ist für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll sagt: Multiplayer-Unterstützung behoben. Das ist korrekt, diese hat im Multiplayer nicht funktioniert. Das nächste Update kommt für das Deko-Details-Pack von Triangles Trouble, Downloadgröße 11,36 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: 21 neue Objekte hinzugefügt, realistischere Preise, viele Objekte sind jetzt teurer geworden, Bodenanpassung für manche Objekte ausgeschaltet, Mod-Icon und Beschreibung an die Änderungen angepasst. Damit kommen wir zum nächsten Update und zwar ist das für die Rübenschnitzelanlage. Die kommt von Vertex Design, Downloadgröße 6,95 MB in der Version 1.0.1.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Occluder Mesh und LOD System wieder aktiviert. Und damit kommen wir zum letzten Update und zwar ist das für den Brandner TR 30800. Dieser kommt von Agrar Modding. Downloadgröße 4,96 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Decal Fix und Fix Capacity. Wir kommen zu den neuen Mods und starten hier mit dem Universal Auto Load. Dieser kommt von Loki 79, Downloadgröße 58 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod fügt die automatische Ladefähigkeit für Transportanhänger und Pritschen hinzu. Die Änderung gilt automatisch für alle kompatiblen Grundausrüstungen im Spiel. Sie wird sowohl für die bereits auf deiner Farm vorhandenen Geräte als auch für zukünftige Käufe angewendet.
Zu den Funktionen lädt jede Art von kompatiblen Paletten und Containern, siehe Liste unten. Und damit springen wir sofort zu der Liste nach unten und sehen die Liste der kompatiblen Behältertypen. Big Bags, Big Bag Paletten, Euro Paletten, IBC Flüssigkeitsbehälter, Quadratballen, also Quaderballen und Pallox Kartoffeln erfordert Mod Seed Potato Pack. Das ist schön, dass nach ein paar Tagen, nachdem die Sandkartoffel das Paket herausgekommen ist, dies auch sofort angewendet wird, um eine Autoload-Funktion zu bieten. Hervorragend, cool. Die nächste neue Mod kommt vom Cosplay Dev Team, heißt Kennzeichenmanager, Downloadgröße 14 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Manager ermöglicht nur noch ein Fahrzeug mit einem bestimmten Nummernschild zur gleichen Zeit zu haben. Nicht schlecht, das ist nämlich ein bisschen komisch, dass alle Fahrzeuge, alle Traktoren, alle Anhänger dasselbe Nummernschild haben. Im Nummernschild-Konfigurator wird jetzt dann auch angezeigt, welche Nummernschilder bereits verwendet worden sind und damit ist es leichter, dies im Prinzip zu vermeiden. Die nächste neue Mod heißt Ballenzähler, kommt von Game Master, Downloadgröße 16 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod zählt sämtliche von einer Ballenpresse gefallenen Ballen. Ich frage mich, ob man das dann zurücksetzen kann, je nach Ernte. Die nächste neue Mod heißt Transportaufträge Elm Creek, kommt von MMTRX, Downloadgröße 58 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Falls Sie die einfachen Transportaufträge aus früheren Spielversionen vermisst haben, sollten Sie diesen Mod ausprobieren. Er generiert Transportaufträge, die zusätzlich zu den Feldbearbeitungsaufträgen im Spielmenü Verträge ausgewählt werden können. Zunächst allerdings nur auf der Standard Elm Creek Karte. Also das wird wahrscheinlich dann noch nachgeliefert oder anders geschrieben, sodass es auch auf anderen Karten funktionieren kann. Wir kommen zum Grimme KS 5400. Der kommt von Mephew FS und Ziuta. Downloadgröße 6,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein Krautschläger, also zum Entfernen des Krauts vor der Kartoffelernte. Kommt mit einem Gewicht von 1,9 Tonnen, braucht 107 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Kostenpunkt 23.000 Euro. Die Felgenfarben können geändert werden zwischen Grau und Schwarz. Wir kommen zum MTZ Belarus 1523. Der kommt von Bear Farms. Downloadgröße 70,29 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser mittelgroße Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 155 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 250 Litern, 36 km/h ist die maximale Geschwindigkeit und wiegt 6,4 Tonnen. Der Preis 45.000 Euro. Bei den Kupplungskonfigurationen kann gewählt werden zwischen 50 Kilo Frontgewicht, 450 Kilo Frontgewicht, 900 Kilo Frontgewicht, Frontaufsatz, das ist also sowas, und einmal Front-PTO. Die Reifenhersteller werde ich nicht durchgehen, weil ich es wahrscheinlich nicht verstehen werde. Dann gibt es eine Möglichkeit hier einzustellen, dass man beim Rückwärtsfahren die Fahrtrichtung ändern kann. Das ist also ziemlich praktisch, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dann kann die Motorhaube geändert werden, und zwar von der Variante 1, 2 und 3. Lenkrad kann getauscht werden von dieser Variante 1 zu Variante 2. Dann bei Dekal, also Dekoration, da gibt es die Möglichkeit von 9. Dann gibt es hier die Variante 1, Variante 2. Auspuffvarianten gibt es auch hier. Einmal diese hier. 3, 4, 5, 6 und zurück zu Variante 1. Nummer gibt es Nummer 1 oder Nummer 2, 3, 4,
5, 6 und so weiter und so fort. Das geht also bis zu Variante Nummer 10. Windschutzscheibendesign, das kann ja fast nur diese Dekoration hier sein oder die Tönung, aber in dem Falle hier ist es wirklich die Dekoration, die oben drüber geschrieben ist, ja. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Rotpalette und der Sitzbezug kann gewählt werden zwischen 1, 2, 3 und 4. Das sind Grau- und Beige-Töne. Dann kann die Plastikfarbe auch geändert werden aus derselben Farbpalette. Die Felgenfarben können gewählt werden zwischen Weiß, Grau und Schwarz. Und das war's auch mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zur Single Series Offset Discs, kommt von JA Modding, Downloadgröße 18,27 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Scheibenecken, hier geführt unter Pflug. Einmal den 670er 3,94 Meter, das ist dieser hier, hat also ein Gewicht von 5,7 Tonnen, braucht 115 PS, hat 3,9 Meter Arbeitsbreite, 12 km/h Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 32.500 Euro. Die nächstgrößere hat eine Arbeitsbreite von 4,78 Meter, also 4,80 Meter, wiegt 5,7 Tonnen, braucht 170 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis ist bei 18.000 Euro. Dann gibt es die nächstgrößere Version, die hat eine Arbeitsbreite von 5,90 Meter oder 5,95 Meter. Hier wird gegeben unter 6 Meter. Das Gewicht ist 5,9 Tonnen, braucht 220 PS. Arbeitsgeschwindigkeit ist 12 km/h und der Preis 22.000 Euro. Und dann kommt der größte unter diesen und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 6,2 Tonnen, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,50 Meter, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und kostet 74.000 Euro. Wenn ich mir die vier angucke, muss ich sagen, warum sollte jemand die 3,94 Meter nehmen, wenn er für gut ein wenig mehr als die Hälfte des Preises den 4,80 Meter bekommt? Und dann auch hier die Preisunterschiede, das sind 4.000 Euro mehr für 1,20 Meter mehr. Und dann für einen halben Meter mehr noch gleich mal 50.000 drauf. Weiß nicht, ob hier nochmal überarbeitet werden muss, was die kosten. Irgendwo scheint es mir nicht logisch zu erscheinen. Wir kommen zum Zetor 62-77-45. Der kommt von Smetty, Downloadgröße 13,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kleintraktor mit einer Leistung von standardmäßigen 59 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 55 Litern, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 32 km/h, Gewicht 3,7 Tonnen und kostet 10.000 Euro. Das ist günstig. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Bredestein und Trelleborg. Dann gibt es die beiden Kotflügel, einmal die Version 1, 2, 3 und wieder zurück zu 1. Also das betrifft vor allem den hinteren Kotflügel. Und dann Kotflügel vorne gibt es Version 1, 2 oder keinen. Dann die Haube gibt es Version 1 oder 2, 3 oder wieder die 1. Dann die Serie gibt es die 2UR1 mit 59 PS. Dann kommt die 92er UR1. Das ist ebenso mit 59 PS und zurück mit der anderen. Also einmal die beiden Versionen. Dann der Auspuff. Da gibt es in einer Version zwei Versionen und wieder zurück zur Version 1. Design. Hier gibt es verschiedene Decals oder Aufkleber, die ausgewählt werden können. Dann gibt es die Rundumleuchte, die hinzugefügt werden kann. Anhängerkupplung kann gewählt werden zwischen 140 Kilogramm Frontgewicht, 350 Kilo Frontgewicht, 3 Punkt und zurück zu Standard. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugebaut werden, und zwar von Quickie, Hauer oder keinen.
Die Motorenausführung gibt es den 6245er mit 59 PS, den 7245er mit 66 PS, den 7745er mit 73 PS, den 7745er mit Turbo, der hat dann 81 PS. Und zurück zum 6245. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette, die Designfarbe aus dieser hier und die Felgenfarbe kann aus dieser hier gewählt werden. Wir kommen zum Marshall BC32. Dieser kommt von ETA La Marchoise. Downloadgröße 2,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Anhänger kommt mit einem Gewicht von 2,1 Tonne und kostet 11.000 Euro standardmäßig. Beim Design kann geändert werden zwischen Standard oder rückseitiges Sideboard oder wieder zu Standard. Dann gibt es beim Design ohne Werkzeugkasten oder mit Werkzeugkasten. Dann die Reifenvariante kann gewählt werden zwischen Standard und Breitreifen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Blau, Schwarz und Braun. Wir kommen zum Profiline Einachser, der kommt von Landmensch. Downloadgröße 8,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit einer Reihe von Güllefässern, und zwar jeweils mit einer Achse. Da gibt es die Vakuum-Version. Die hat ein Ladevolumen von 14 Kubikmetern, ein Gewicht von 5,4 Tonnen, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und der Grundpreis ist bei 54.050 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Michelin, Nokian und Trelleborg. Das Design kann geändert werden, hier Anschluss 0 Grad, dann kommt es eine Anschluss 0 Grad und Warnleuchte. Anschluss 90 Grad und dasselbe mit Warnleuchte. Dann Design Arbeitsscheinwerfer Standard, ein Arbeitsscheinwerfer breit oder wieder Standard. Anhängerkupplungen gibt es die Standard oder die 3-Punkt lang. Kapazität gibt es hier ohne Saugarm oder mit Saugarm einfach. Das ist dieses hier. Saugarm verschiebbar. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Silber, Orange, Grün, Rot, Blau und Rot 2. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Schwarz und Orange. Die Felgenfarbe spricht für sich, das ist natürlich die Felge. Das ist zumal für dieses Modell mal die Konfigurationsmöglichkeit. Dann gibt es die Schraubenpumpe-Version, hat auch ein Ladevolumen von 14 Kubikmetern. Das Gewicht ist dasselbe, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und der Preis liegt bei 59.050 Euro. Die Einstellungsmöglichkeiten sind exakt dieselben wie beim vorgehenden Modell. Deswegen gehen wir gleich zum Profiline kombiniert. Da hat dieselben Spezifikationen bis auf die Leistungsanfrage. Und zwar hier kommt, braucht 180 PS und kostet 73.500 Euro. Auch hier sind dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie bei den anderen Güllefässern. Dann gibt es noch zwei verschiedene Verteiler, einmal den Möscherverteiler und einmal den Schwanenhalsverteiler. Der Möscherverteiler hat ein Gewicht von 300 Kilogramm, eine Arbeitsbreite oder Sprühweite von 7 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h, der Preis 2.800 Euro. Das Streusystem kann gewählt werden zwischen Möscher 7 Meter, 9 Meter, 11 Meter und zurück zu 7 Metern. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette wie anhin. Diese Designfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es den Schwanenhalsverteiler, das ist dieser hier. Wiegt etwas weniger, 200 Kilo, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis ist bei 3.050 Euro. Hier in diesem Fall gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt Unia Titan 6, kommt von Karasch und Arek. Downloadgröße 6,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieser Miststreuer mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 7000 Litern, einem Gewicht von 2,1 Tonne, braucht 60 PS, Streuweite von 4 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. Der Preis 15.250 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden von 7.000 auf 8.500 Litern oder gar auf 10.000 Liter. Die Abdeckung kann hinzugefügt werden, ja oder nein. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch, deswegen kommen wir gleich zu der Farbpalette und die Hauptfarbe kann demnach gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich auch und die Feldfarbe umso mehr. Wir kommen zu der Lizard Katrina 9000. Diese kommt von Miyota Modding und JA Modding. Downloadgröße 4,42 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt hier ein bisschen Verwirrung auf, denn im ModHub wird es als Mulcher angegeben. Und wenn man das Gerät sucht, dann wird es als Grubber angegeben. Unter Grubbern ist es nicht. Musste ein bisschen suchen. Ich habe es dann in Mulchen gefunden und steht trotzdem hier mit einem Grubber, kann man Felder für die nächste Saat vorbereiten. Nichtsdestotrotz kommt diese, was jetzt, Mulcher, Grubber, mit einem Gewicht von 4,3 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit von 35 km/h und der Preis liegt bei 25.000 Euro. Des Weiteren gibt es hier keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Perra Compact Sem. Dieser kommt von Nikodo 55, Downloadgröße 5,66 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Perra, eine neue Marke. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Und zwar kommt dieser Frontgrubber mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und der Preis liegt bei 16.450 Euro. Wir kommen zum Hardy Mega 2200, der kommt von DDEC 96, Downloadgröße 13,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Düngespritze oder Pflanzenschutzspritze mit einem Volumen für Flüssigkeiten von 2200 Litern, wiegt 1,9 Tonnen, Arbeitsbreite oder Sprühweite von 24 Metern, 17 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 35.000 Euro. In diesem Fall gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Amazone ZGTS 10.001 oder 2, kommt von FIP 7, Downloadgröße 3,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Mineraldünger und Kalkstreuer mit einem Volumen von 18.500 Litern, einem Gewicht von 4 Tonnen, 42 Meter ist die Streuweite, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 85.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Friedestein und Trelleborg. Des Weiteren können bei der Hauptfarbe gewählt werden die Farben aus der Standardpalette, die Designfarbe ebenso und natürlich die Felgenfarbe auch. Wir kommen zum Lizard Tilling Set 2.1. Dieses kommt von Consi, Downloadgröße 8,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 570 kg, braucht 48 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,10 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit bei 15 km/h. Der Preis 1500 Euro. Beim Kauf kann entschieden werden, ob dies gebraucht gekauft wird oder neu. Des Weiteren ja, gibt es keine Aktion, die von dir mehr nötig ist. Die nächste Neumod heißt Lizard Grubber. Dieser kommt von PushGap, Downloadgröße 6,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier ist es wieder passiert. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 465 Kilogramm, braucht 75 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 3.850 Euro. Es kann eine Walze hinzugefügt werden, ja oder nein.
Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage Palette und die Designfarbe natürlich genauso. Wir kommen zu den Roya Saatgutbehälter. Dieser kommt von Agri Design Modding, Downloadgröße 1,22 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Saatgutbehälter mit einem Ladevolumen von 2000 Litern, kostet 950 Euro und bietet die Möglichkeit an, eine Extension hinzuzufügen. Wir kommen zum Tatra Phoenix. Dieser kommt von Smetti, Downloadgröße 12,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW mit einer standardmäßigen Leistung von 462 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 440 Litern, 45 Litern DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 10,8 Tonnen, der Preis 110.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Continental und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zu Ja oder Nein. Dann kann entschieden werden, ob das Zugmaul hinten dran gehängt wird oder Vorder- und Rückseite oder nur Standard. Ne? Also ich würde hier wahrscheinlich schon das Zugmaul hinten auch dazu nehmen oder sogar beidseitig. Bei der Motorenausführung haben wir den Phoenix 6x6 Agro Truck ZF mit einer Leistung von 462 PS. Dann haben wir die Phoenix 6x6 Agro Truck Allison Version, die hat dann auch 462 PS. Ach, das ist die Schaltung, die hier geändert wird. Also anstatt manueller wird hier stufenlos geschaltet. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Standardpalette und die Felgenfarbe ebenso. Dann ist am Samstag noch ein neues Pack herausgekommen und zwar das Perra Pack. Dieses kommt von Univer Simu Modding, Downloadgröße 162,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Mit diesem Pack zeigt Univer Simu Modding, dass es möglich ist, auch eine Marke von sich aus zu kontaktieren und dann mit Giants in Verbindung zu bringen, um dann die Lizenz zu erhalten, den Namen verwenden zu dürfen. Also das ist hier mal andersrum gelaufen als normal. Normalerweise ist ja Giants, der die Marken anschreibt und dann entsprechend die Verträge aushandelt. Und hier kam dieser Kontakt zustande durch Univer Simu Modding. Das heißt, Perra ist nur ein offizieller Partner mit Giants. Deswegen konnte auch der Front Gruber vorhin mit diesem Namen erscheinen. Und das Pack beinhaltet einiges an Materialien, und zwar einmal diesen Plaosol SHT600er Anhänger. Der kommt aus Flachbett, wiegt 2,7 Tonnen und kostet 17.270 Euro. Hier kann ein Käfig hinzugebaut werden oder nein. Das nächste Element in diesem Pack ist der RPE26. Das ist ein klassischer Tieflader. Kostet 44.545 Euro und ja, ist nichts anderes als ein Tieflader. Dann gibt es einen Schneiderwerkswagen, der kommt mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen und kostet 17.715 Euro. Hier kann entschieden werden, ob noch ein Warnschild hinzugefügt wird, und zwar das Convoy Agricole. Und die Farbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann kommt eine Serie an Überladewagen, und zwar diese X-Flow Series. Dann haben wir hier zum einen die 1519er, die hat 15 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 4,3 Tonnen, hat maximales Zuladegewicht von 5,9 Tonnen, braucht 300 PS und kostet 47.955 Euro. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser kleine Überladewagen 300 PS braucht. Kapazität kann erhöht werden von 15.000 zu 19.000 und zurück. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein und Trelleborg. Dann gibt es auch hier das Schild Convoy Agricole und das ist einfach ein zusätzliches Warnschild. Von demselben gibt es auch eine getrackte, also eine Version mit Bandlaufwerk. Der bringt dasselbe Ladevolumen von 15 Kubikmetern und kostet 92.955 Euro. Auch hier kann die Kapazität genauso erhöht werden wie vorhin und der landschaftliche Konvoi kann hier auch gewarnt werden.
Dann gibt es den 2834er, der kommt mit einem Volumen von 28 Kubikmetern, wiegt 9,3 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 12,6 Tonnen und auch der braucht 300 PS, um bedient zu werden. Die Kapazität kann erhöht werden auf 34.000 Liter und die Reifenhersteller haben wir schon gesehen, da wird sich nichts geändert haben, Friedestein und Trelleborg. Und auch hier gibt es das Convoi Agricole zusätzlicher Warnschild. Dann kommen zum Perrin X Flow 71, der hat 71 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 18,7 Tonnen, hat ein zulässiges Ladegewicht von 54,3 Tonnen, braucht 400 PS und kostet 171.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Dann gibt es den TransExpress 500. Der kommt mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen und kostet 92.015 Euro. Dieses ist ein sehr, sehr geniales Gerät. Also hier kann man, wenn man einen Anhänger hat auf dem Feld, den man braucht zum Abfahren, dann kann man den hier reinkippen und der lädt das dann in einen größeren Anhänger um, um natürlich eben vielleicht mehr Kapazität auf einmal zum Silo zu fahren. Dann gibt es noch zwei weitere Überladewagen von einer anderen Sorte, und zwar der Interbene 27 und den 46er. Die haben das Rohr nicht vorne, sondern hier seitlich eingebuchtet. Der kommt mit einem Volumen von 27 Kubikmetern, einem Gewicht von 9,4 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 14,6 Tonnen und braucht 180 PS. Der Preis 90.675 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin und Trelleborg. Auch hier gibt es weiterhin keine andere Konfigurationsmöglichkeiten. Dann kommt der Interbene 46, der hat 46 Kubikmeter Ladevolumen und der wiegt 16,2 Tonnen, zulässiges Maximalgewicht 15,8 Tonnen, braucht 300 PS und kostet 132.415 Euro. Hier gibt es die Reifenhersteller, die haben wir vorhin schon gesehen, die sind dieselben. Dann gibt es hier eine Plattform, die hinzugebaut werden kann, hier vorne, ja oder nein. Dann gibt es hier die Kotflügel, die werden dann insgesamt abgedeckt oder nein. Das war es auch hier mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Dann kommt eine Serie von Miststreuern. Und zwar ist der kleinste ausgestattet mit einem Ladevolumen von 15 Kubikmetern, braucht 120 PS, wiegt 7,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 8,4 Tonnen, Streuweite 18 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis 46.540 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Metas und Trelleborg. Und dann geht es gleich zum nächstgrößeren, das ist dann der CL 200 SL, der hat 20 Kubikmeter Ladevolumen, 8,9 Tonnen wiegt dieser, 15,1 Tonne ist das Zuladegewicht, braucht 220 PS, Streuweite 18 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis 75.320 Euro. Hier sind natürlich die Reifenhersteller dieselben wie vorher. Dann kommen wir zum CL 200T. Der ist der einzige, der neben Mist auch Kalk streut. Und zwar mit einem Ladevolumen von 20 Kubikmeter, einem Gewicht von 9,8 Tonnen. 14,2 Tonnen ist das Zuladegewicht. 220 PS braucht dieser. 24 Meter ist die Streuweite. 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 87.395 Euro. Auch hier sind dieselben Reifenhersteller wie anhin. Deswegen gehen wir gleich zum 300er SL. Der hat 30 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 16,4 Tonnen. Zuladegewicht ist bei 15,6 Tonnen, braucht 220 PS. 18 Meter ist die Streuweite. 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 105.545 Euro. Und dann gibt es hier auch noch die T-Version. Das ist dann die entsprechend wieder mit dem Kalkstreuer. Hat dieselben technischen Eckdaten, außer die Streuweite wird hier auf 24 Metern angegeben, der Preis bei 117.620 Euro. Also ein richtig großes Paket an sehr nützlichen oder weniger nützlichen Anhängern.
gehen wir mal kurz. Das Interessante an diesem Tieflader oder Pritschenanhänger ist, dass dieser sich auf eine ganz spezielle Weise aufklappt. Wenn wir den jetzt hier anschließen und wir den jetzt runterlassen, geht er so nach unten. Sehr elegant, sensationell, perfekt und schön gemacht. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das Biomasse-Kraftwerk. Kommt von Vertex Design, Downloadgröße 5,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü. Unter Fabriken ist dieses Gerät hier, kostet 160.000 Euro. Und Unterhalt pro Tag wird angegeben 150 Euro pro Tag. Also ich kann hier keinen Trigger erkennen und auch taucht diese Fabrik hier nicht im Menü auf. Wenn ich mir das angucke, sehe ich hier nirgendwo das Biomasse-Kraftwerk. Es wird angegeben, dass hier Strom erzeugt wird, der direkt verkauft wird. Du kannst Hackschnitzel oder Stroh zur Stromerzeugung verwenden. Also Fülltypen, Hackschnitzel, Stroh, Rundballen oder Quaderballen. Ja, okay. Das heißt, hier muss man dann finden, wo man die ablädt. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung gemacht mit diesem Biomasse-Kraftwerk. Dann bitte gern einen Kommentar als Kommentar unter das Video eintragen. Das war es denn auch schon wieder mit den Mods von heute. Ich bedanke mich bei all denen, die bis zum Ende auch durchgehalten haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bitte lasst mir doch den Daumen da, hat euch dieses Video gefallen. Falls du keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen möchtest und auch keine anderen Inhalte wie Kartenvorstellungen, Let's Plays und so weiter, dann gerne das Abo abholen. Ich sage noch einmal, habt eine gute Woche. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.